Artikelnummer SCP-231-7. Siehe Anhänge in Bezug zu SCP-231-1 bis SCP-231-6. Objektklasse Keter. Standort und Personalanforderungen. Auf spezielle Anordnung von O5 wurde der folgende Zusatz an den Anfang des Dokuments über SCP-231-7 angefügt. Alle Mitarbeiter, welche SCP-231-7 zugewiesen sind, müssen nach 2 Monaten am Standort ausgetauscht werden, um sich einer einmonatigen psychologischen Therapie zu unterziehen. SCP-231-7 ist an einem geheim gehaltenen Ort zu verwahren. Alle SCP-231-7 zugeteilten Mitarbeiter werden mit verbundenen Augen von Standort 19 aus an diesen Ort transportiert. Der Transport dorthin muss mindestens 7 verschiedene Methoden der Fortbewegung beinhalten. Darunter, aber nicht darauf begrenzt, Flugzeug, Automobil, Untergrundtunnel und das Entfernen der Augenbinde während des Transports stellt einen Grund für eine sofortige Terminierung dar. SCP-231-7 zugewiesenes Personal muss einer gründlichen psychologischen Untersuchung unterzogen werden, bevor die Freigabe zum Betreten des Standortes erteilt werden kann. Besagte Individuen müssen mindestens 72 Punkte beim Milgram-Test für Gehorsamkeit erzielen, unverheiratet sein, keinen Nachwuchs haben und nichts weniger als absolute Loyalität der Foundation gegenüber an den Tag legen. Von regulären psychologischen Untersuchungen auf eine Achse-2-Störung wird so lange verzichtet, wie das fragliche D-Klasse-Personal die mentale Stärke besitzt, Prozedur 110 Montag durchzuführen, wenn sie notwendig ist. Personal, das mit SCP-231-7s Notlage sympathisiert und oder ein Verlangen zum Ausdruck bringt, SCP-231-7 zu retten, wird ohne Verzug zu einem anderen Projekt versetzt. Jeder tatsächliche Rettungsversuch hat die sofortige Terminierung zur Folge. Mitarbeiter, welche in SCP-231-7s Verwahrungsteam gearbeitet haben, sind nicht dazu verpflichtet, dies anderen gegenüber offenzulegen. Es werden weder offizielle Dokumente mit den Namen der SCP-231-7 zugeteilten Mitarbeiter geführt, noch taucht besagte Arbeit in den Personalakten der entsprechenden Mitarbeitern auf. In ihrer Zeit am Standort werden SCP-231-7 zugewiesene Personen mit gesichtsverhüllenden Helmen ausgestattet, welche über eingebaute Stimmverzerrer verfügen, um ihre Identität zu schützen. Auf dem Gelände ist es Angestellten untersagt, besagte Bekleidung in der Anwesenheit anderer Mitarbeiter abzulegen. Freistunden sind alleine in den privaten Quartieren zu verbringen. Es werden jeden Monat 6 D-Klasse-Mitarbeiter SCP-231-7 zugeteilt, um die Prozedur 110 Montag durchzuführen. Aufgrund der möglichen unabsichtlichen Tötung während der Durchführung von 110 Montag dürfen keine gewalttätigen Verbrecher hierfür verwendet werden. Sonderverwahrungsverfahren. Nach wiederholtem Flucht- und Suizidversuchen und basierend auf der fehlgeschlagenen Verwahrung von SCP-231-1 bis SCP-231-6 wurde die Verwahrung von SCP-231-7 wie folgt abgeändert. SCP-231 wird in einer schalldichten Zelle verwahrt. Ihr gegenüber befinden sich die Zellen der 6 D-Klasse-Mitarbeiter, welche die Durchführung der Prozedur 110 Montag zur Aufgabe haben. Kameras müssen jeden Zentimeter der Zelle zu jeder Zeit überwachen und 24 Stunden am Tag bemannt sein. Kaputte Überwachungsausrüstung ist ohne Verzögerung vom psychologisch überprüften Personal auszutauschen. Die Türen schließen magnetisch und lassen sich nur von der Kontroll- und Überwachungsanlage aus öffnen. Dies schließt alle Türen mit ein, die die Hauptzelle mit den Zellen der 6 D-Klasse-Mitarbeiter verbinden. SCP-231-7 ist zu allen Zeiten an ein Krankenhausbett geschnallt, außer während der Durchführung der Prozedur 110 Montag. Ein Tropf sorgt für die Flüssigkeitsversorgung. Die Nahrungszufuhr erfolgt 2-mal täglich mittels Magensonde, die vom medizinischen Personal bedient wird, welches nicht den Hippokratischen Eid abgelegt hat. Unter keinen Umständen dürfen Narkotika, Anästhetika oder andere nicht genehmigte Medikamente SCP-231-7 verabreicht werden. Prozedur 110 Montag ist mindestens einmal alle 24 Stunden durch D-Klasse-Personal durchzuführen. Während der Durchführung von Prozedur 110 Montag muss mindestens ein Mitarbeiter mit Sicherheitsfreigabe 4-231 diese mittels Kamera überwachen. Es ist jedoch erlaubt, den Ton auszustellen, falls die Vokalisierungen von SCP-231-7 zu erschütternd werden. Im Anschluss an die Prozedur müssen alle D-Klasse-Mitarbeiter in ihre Zelle zurückkehren, ansonsten werden ihre Sprengstoffhalsbänder detoniert. Daten gelöscht auf Anweisung von O5 am Alle Informationen wurden in geheimes Dokument 231-110-Montag verschoben. Zugriff auf 231-1.
Mortec ist beschränkt auf Personal mit Sicherheitsfreigabe 4-231. Beschreibung: SCP-231-7 ist eine Frau im Alter zwischen und Jahren. Daten gelöscht. SCP-231-1 bis 7 wurden am im Anschluss an eine Polizeirazzia auf ein Lagerhaus in welches einer Organisation namens Children of the Scarlet King gehörte, erhalten. Siehe hierzu Artikel in der Zeitung. Zitat: Polizeirazzia bei satanischem Sexkult. 7 gerettet. 24 Stunden nach der Rettung setzten bei SCP-231-1 wahrer Name die Wehen ein. 3 Minuten später gebar sie SCP und löste ein Ereignis aus, welches bestätigte Opfer zur Folge hatte. Mitarbeiter der Foundation nahmen daraufhin die verbliebenen SCP-231-2 bis SCP-231-7 in Besitz und setzten, basierend auf beim Kult gefundener Notizbücher, Prozedur 110 Montag ein, um zukünftige Ereignisse zu verhindern. Anhang 231-A. Gegenwärtiger Status der SCP-231-Einheiten. SCP-231-1. Verstorben am wurde in der ursprünglichen Bergungsoperation getötet, während sie SCP gebar. Siehe Verlustmeldung für Ereignis 231-Alpha für mehr Details. SCP-231-2. Verstorben am verstarb während des Versuchs, den Fötus des zweiten SCP-Exemplars zu entfernen. Dies führte sofort zu einem Ereignis. Siehe Verlustmeldung für Ereignis 231-Bravo für weitere Details. SCP-231-3. Verstorben am Selbstterminierung nach einer anhaltenden depressiven Phase, ausgelöst durch die Implementierung der Prozedur 110 Montag. SCP durchlief direkt ein Ereignis. Siehe Verlustmeldung für Ereignis 231-Charlie für weitere Details. SCP-231-4. Verstorben am die Verabreichung von SCP-500 hat sich erfolgreich darin gezeigt, alle Spuren von SCP aus dem System zu entfernen. Ausgeschiedene Überreste durchliefen jedoch sofort ein Ereignis. Dies führte zu zahlreichen Verlusten, einschließlich SCP-231-4. Siehe Verlustmeldung für Ereignis 231-Delta für weitere Details. SCP-231-5. Verstorben am die misslungene Durchführung der Prozedur 110 Montag führte zur Geburt von SCP durch SCP-231-5 und einem Ereignis. Siehe Verlustmeldung für Ereignis 231-Echo sowie den Bericht über die Zerstörung von Standort 231-Aleph für weitere Details. Die Rekrutierungsrichtlinien für D-Klasse-Mitarbeiter wurden überarbeitet, um die Wahrscheinlichkeit einer zweiten fehlgeschlagenen 110-Montag-Prozedur zu minimieren. SCP-231-6. Verstorben am während Fluchtversuch getötet, zudem sie von Agent angestiftet und unterstützt wurde. Wies erhöhte Stresswerte aufgrund der anhaltenden Belastung durch SCP-231 auf und gelangte in den Besitz von SCP redigiert, um mit dieser Waffe zu versuchen, SCP-231-6 und SCP-231-7 zu retten. Agent wurde im sich anschließenden Feuergefecht getötet und ein Querschläger führte zur Terminierung von SCP-231-6. Der SCP-Fötus durchlief daraufhin Ereignis. Als Folge dieses Ereignisses votierte das O5-Level-Personal einstimmig für eine Veränderung der Personalrichtlinien. Siehe Verlustmeldung für Ereignis 231-Foxtrot für weitere Details. SCP-231-7 Stand vom SCP-231-7 wird erfolgreich am Standort verwahrt. Anhang 231-B Text eines Sendeschreibens von O5. Liebe Freunde, ich bin darauf aufmerksam geworden, dass in letzter Zeit bestimmte Gerüchte im Bezug auf SCP-231 aufgetaucht sind. Aufgrund der gesunkenen Moral der Belegschaft habe ich mich dazu entschieden, einige der verbreitetsten Punkte anzusprechen. Ja, Prozedur 110 Montag ist genauso schrecklich, wie ihr gehört habt. Deswegen sind auch nur D-Klasse-Mitarbeiter zur Durchführung autorisiert. Ja, die Prozedur beinhaltet grausame... Nein, die Zuteilung zur SCP-231 ist nicht als Prüfung eurer Loyalität der Foundation gegenüber, eurer Neigung zu oder irgendwas anderem gedacht. Nein, SCP-231 ist keine Bestrafung. Ja, es gibt Mitarbeiter, die an SCP-231 gearbeitet haben
und auf eigenen Wunsch hin erfolgreich ausgewechselt wurden. Nein, nicht jeder, der in SCP-231 gearbeitet hat, wird im Anschluss am Verlassen des Projektes terminiert. Ja, es ist Mitarbeitern, welche SCP-231 zugeteilt wurden, erlaubt, vor dem Verlassen des Projektes A-Klasse-Amnestetika einzunehmen, falls dies gewünscht wird. Ja, im Anschluss daran werden falsche Erinnerungen implantiert. Nein, keine der vorgesehenen Methoden zur Erinnerungsrekonstruktion oder Detektion falscher Erinnerungen funktionieren in diesem Fall. Ja, unter euch befinden sich einige, die bereits an SCP-231 gearbeitet haben und sich nicht mehr daran erinnern. Nein, wir haben noch nicht aufgegeben, SCP-231-7 zu retten. Die Nachforschungen auf diesem Gebiet müssen jedoch mit äußerster Vorsicht durchgeführt werden, basierend auf der wachsenden Potenz jedes folgenden Ereignisses, welches durch jedes SCP ausgelöst wurde, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass SCP-231-7 Ereignis zu einem XK-Klasse-Weltuntergangsszenario führen wird. Diese Vermutung wird durch die Notizbücher, welche wir von den Kultisten geborgen haben, bekräftigt. Siehe Dokument 7 Bräute, 7 Siegel, SCP-231 Zusatz B. Nein, das arme Mädchen von ihrem Elend zu erlösen, stellt keine Option dar. Ebenso wenig, wie sie zu betäuben. Sie muss sich bewusst darüber sein, was passiert, damit 110 Montag funktioniert. Ein letzter Hinweis. Die Foundation unternimmt viele unangenehme Handlungen, um ihre Aufgabe zu erfüllen, aber unsere Aufgabe ist wichtig genug, um diesen Preis zu rechtfertigen. Die Verwahrung von SCP-231 ist eine unserer gefährlichsten Pflichten. Nicht etwa wegen irgendwelchen direkten Gefahren für uns selbst, wie etwa im Falle von SCP-682, sondern vielmehr wegen der Gefahr, dass unsere Entschlossenheit versagt, weil wir entweder aus Mitleid für das Leiden einer Unschuldigen unachtsam werden oder durch das Ausführen monströser Taten uns erlauben, selbst zu Monstern zu werden. Macht einfach euren Job und spart euch das darüber Nachdenken für den Seelenklempner. Mit freundlichen Grüßen, O5. Anhang 231-C. Update. Es hat den Anschein, dass 2317s emotionale Reaktion auf Prozedur 110 Montauk in letzter Zeit trotz korrekter Durchführung abgenommen hat. Die Gefahr, dass SCP ein Ereignis durchläuft, ist erhöht. Zwei Optionen, hiermit umzugehen, wurden vorgeschlagen. Erstens, die Entwicklung eines neuen Verfahrensverfahrens mit größerer emotionaler Reaktion als mit Prozedur 110 Montauk. Zweitens, die Verabreichung eines Klasse A-Amnestetikums an SCP-2317, um auf ein emotionales Basisreaktionslevel zurückzukehren. Besagte Erinnerungsmodifikation wird während der Ausführung der Prozedur 110 Montauk vorgenommen, um einen erhöhten Emotionalzustand nach dem Erinnerungsneustart zu gewährleisten. Bitte um Empfehlung, Dr. Anhang 231-D. Entscheidung. Führen Sie Option 2 bei erstmöglicher Gelegenheit aus. O5. Anhang 231-E. Folge. Option 2 wurde ausgeführt. SCP-2317s emotionaler Zustand ist zu 100%iger Wirksamkeit zurückgekehrt. Dr. beging im Anschluss aufgrund von erhöhter emotionaler Belastung Selbstmord. Wir führen die Analyse der Behandlungswirksamkeit weiter fort. Dr. Anhang 231-F. Weitergeführte Analyse der Wirksamkeit der Behandlung. Nach einigen Untersuchungen habe ich festgestellt, dass die Erinnerungsmodifikation nicht nach jeder 110-Montag-Prozedur notwendig ist. Tatsächlich ist es sogar besser, die Verabreichung des Mittels einige Zeit herauszuzögern. Die Untersuchung von SCP-2317s emotionaler Reaktion hat ergeben, dass die Wirksamkeit der 110-Montag-Prozedur ihren Höhepunkt zwischen der dritten und vierten Anwendung besitzt. Die Angst durch die Erwartung der kommenden Durchführung scheint die emotionale Reaktion zunächst zu verstärken, bevor die Gewöhnung an die Prozedur die Wirksamkeit der Behandlung abschwächt. Meine Empfehlung ist daher die Verabreichung des Klasse A-Anästhetikums einmal pro Woche während der Durchführung einer 110-Montag-Prozedur. Der Zeitplan wurde dementsprechend geändert. Dr. Her memory is a fickle thing. The strongest shall endure. When her weeping starts to waver, the drugs may come.